Hallo, liebe Fruchtbarkeitsfans, hier ist Anne und Markus und wir haben heute zu Gast die Andrea, die ist auch Fruchtbarkeitscoach und wir möchten ihr gerne mal ein paar Fragen stellen heute und sie hier einladen auf unserem YouTube-Kanal. Und zwar, hi Andrea erstmal. Hallo. Hallo Anne und Markus, ich freue mich. Ja, Dankeschön für die Einladung. bitte. Du hast ja auch drei Kinder und wir wollen gern dich fragen, ob du dich mal kurz in dem Sinne vorstellst, dass du mal erzählst, wie deine Geschichte war, wie du schwanger geworden bist. Ja, also ich habe drei Kinder. Genau, ich hatte vor den drei Kindern schon ein paar Jahre Kinderwunsch und dann unerfüllten Kinderwunsch. Und wir waren dann in der Kinderwunschklinik mit den ersten beiden Söhnen, die auch durch die Hilfe dort entstanden sind. Und beim ersten hat es im dritten Versuch geklappt und beim zweiten Sohn im zweiten Versuch, genau. Und wir hatten immer noch sehr starken Kinderwunsch danach gehabt und sind dann später nochmal in die Kinderwunschklinik gegangen und wollten, ja, eigentlich haben wir uns eine Großfamilie gewünscht einfach. Also daher, manche sagen, ja, ihr müsst froh sein, ihr habt ja schon zwei Kinder, ne? Ja, wir waren auch echt dankbar, aber irgendwie war dieses Verlangen nach noch einem Kind war einfach da und ja, konnte nicht so leicht abgestellt werden. Ja, und da haben wir dann eine ICSI machen lassen, beziehungsweise, also ich habe halt Hormone gespritzt und hatten dann die Punktion gehabt und es wurden auch, ich habe PCO-Syndrom gehabt, muss ich dazu sagen, und es wurden recht viele Eizellen entnommen, also über 20, 24 ungefähr, ich bin mir jetzt nicht mehr so genau sicher. Ich bin dann auch voller Vorfreude danach in die Klinik gefahren und wollte mir welche abholen vom Transfer. Und die haben mich aber angerufen, als ich schon auf dem Weg war und haben mir dann gesagt, dass das nichts wird, weil alle gestorben sind. Also alle über 20 Eizellen haben es nicht mal mehr zum Transfer geschafft. Ja, wir hatten dann noch ein Nachgespräch mit der Ärztin gehabt und ja, sie meinte, also sie hat uns durch die Blume gesagt, einfach, wir brauchen gar nicht wiederkommen, also das hat gar keinen Sinn. Wir könnten eventuell noch das Protokoll verändern, aber würde keinen Sinn haben, weil die Ergebnisse einfach so krass waren. Also die Spermienqualität war wohl auch ganz schlecht, also es war schwierig, überhaupt welche zu finden, geeignete für die Befruchtung, obwohl man ja dafür jeweils nur eine braucht. Ja, das war sehr schwer für mich. Also das war schon ganz schlimm, dass ich mich dann verabschieden musste von dem Kinderwunsch. Ich war halt auch in der Annahme, ich kann dann keine Kinder mehr kriegen. Also wenn der Arzt mir das sagt, dann stimmt das so. Ja, ich habe mich danach sehr, sehr schlecht gefühlt, also emotional und aber auch körperlich habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Also einfach vom Spritzen der Hormone und ja, es ist ja einfach auch eine riesige Belastung, nicht nur für die Psyche, sondern halt auch für den Körper. So ein Eingriff einfach in das ganze System einfach. Bin ich nach Hause gegangen und war zutiefst deprimiert und traurig. Dann habe ich irgendwie, ich wollte mich einfach besser fühlen und habe dann einfach angefangen, grüne Säfte zu machen, meine Ernährung ein bisschen umzustellen, also keine tierischen Produkte mehr zu mir zu nehmen. Ja, habe dann dadurch halt auch ein bisschen abgenommen, habe mich auch besser gefühlt wieder, also rein körperlich, aber auch emotional ein bisschen besser. Ja, 2,5 Monate später, weiß ich noch, ja, ich hab einen re sehr regelmäßigen Zyklus gehabt eigentlich. Und Trotz PCO, ja. trotz PCO war halt ein bisschen lang, aber, aber war Was regelmäßig. heißt, was heißt lang? Wie lange waren diese Zyklen so? So 35 bis 38 Tage, also so regelmäßig, also drei, Ja, vier das ist Tage gut. Unterschied. Ja, Ja. schon gut noch Ist für eigentlich PCO total, ist. Total gut, ne? ja, für PCO. Ist schon ziemlich gut, ja. Ja. Ja, und dann habe ich halt, das war dann so um Weihnachten rum und dann sind wir Verwandte besuchen gefahren und hier und da waren wir unterwegs und es war halt super nervig für mich, weil ich habe auf meine Tage gewartet und die kamen nicht. Und dann irgendwann waren wir wieder zu Hause und es war dann auch schon, ich glaube, ich war in der 7. Woche. Dann habe ich noch mit einer Freundin telefoniert und habe ihr gesagt, so, ich rufe dich jetzt gleich wieder an, ich mache aber schnell einen Schwangerschaftstest, nur um meine Menstruation zu locken. Ich dachte, irgendwo in der Psyche sitzt da noch ein Funken Hoffnung irgendwie, dass ich schwanger bin. Das war nämlich früher dann immer so und dann habe ich einen Schwangerschaftstest früher immer noch gemacht und ja, dann war der negativ. Wenn der negativ war, dann kamen dann auch meine Tage. Also irgendwie so, ja, rein psychisch einfach. Ja, dann
habe ich zwischen Tür und Angel wirklich so einen Test gemacht, gerade den einen Sohn abgeholt gehabt und musste auch sofort weiter den anderen Sohn abholen vom Kindergarten. Und dann war der positiv und ich habe meinen Augen nicht getraut. Ich habe so viele Tests vorher schon gemacht während der Kinderwunschzeit. Ich habe gedacht, stimmt das noch? 2 Striche? Bedeutet das noch schwanger? Ich wusste gar nicht mehr. Also ich musste echt nachlesen. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Ich habe den Ärzten mehr geglaubt als meinen eigenen Augen. Weil ich dachte, das geht ja gar nicht. Das kann ja gar nicht angehen. Und ich bin dann auch recht pessimistisch eigentlich zum Arzt dann gegangen, um dann zu gucken, ob ich überhaupt wirklich schwanger bin. Also ich habe dann einen Arzttermin gemacht und das Herzchen hat geschlagen schon. Und da, also ich konnte es nicht fassen. Ne? Also ja, die Kleine ist so mein kleines Wunder auch. Also ich habe eine Tochter bekommen dann und die Kleine wird jetzt 3. Ist mein Wunder auf jeden Fall. Ich kann es heute noch oft nicht fassen. Ich bin jeden Tag einfach dankbar dafür, für meine 3 Kinder, ja. Oh Mann, das ist echt schön. Aber warum, ich habe noch nicht ganz verstanden, warum hast du denn angefangen, deine Ernährung umzustellen? Hattest du das gesagt jetzt? Das habe ich einfach nur gemacht, weil ich gelesen habe, dass man sich dann besser fühlt. Also ich habe mich so weit unten gefühlt, von der Psyche her und auch vom Körper her, ich wollte wieder abnehmen, ja, ich wollte mich einfach besser fühlen. Und da habe ich dann in dem Zusammenhang von so solchen Detox-Kuren, was ich vorher noch nicht gemacht hatte, erfahren. Okay, also das war totaler Zufall. Also total, gar nicht, weil du schwanger werden wolltest, denke ich. Ja, nicht, also, weil ich schwanger werden wollte. Nee, ich wusste nicht, ich hatte keine Ahnung, was ich damit im Körper anrichte. Also ich hatte absolut keine Ahnung. Ich wollte mich nur ein bisschen besser fühlen und habe dann gelesen, dadurch fühlt man sich besser, ja, körperlich und psychisch einfach, und habe das dann deswegen gemacht. Und deswegen war ich dann auch so erstaunt, weil, okay, ich habe mich zwar besser gefühlt, ja, aber dass ich da meine Fruchtbarkeit verändern kann dadurch, das habe ich jetzt einfach nicht erwartet. Das wusste ich nicht. Also ich wusste nicht, dass man mit Ernährung so viel machen kann, weil, also ich hatte ja auch damals meine Ärzte auch gefragt, kann ich irgendwas selber machen? Also kann ich irgendwie, es spielt es eine Rolle, was ich esse und wie ich mich ernähre? Und da wurde halt gesagt, nein, das ist egal. Ach so, okay. Ja, also ja, auch krass. Okay. Da wurde nichts gesagt dazu. Und daher, ich habe damals halt alles geglaubt, was mein Arzt mir gesagt hat. Ja, und dann wurde ich eines Besseren belehrt. Und ich habe ja noch viele Freundinnen gehabt, die auch unter Kinderwunsch noch, also auch unerfüllten Kinderwunsch noch gelitten hatten. Und einige davon waren empfänglich dafür, für diese Idee, also für meine Geschichte auch, wie das passiert ist. Und die es probiert haben, die wurden schwanger. Also waren 3 Stück. Und die wurden schnell auch schwanger. Ja, also toll, ja. Und sie sind auch immer noch bei der gleichen Ernährung geblieben, wie ich auch. Ja, man ist einfach gesünder und allgemein halt nicht nur die Gesundheit, das Wohlbefinden steigt, sondern auch die Fruchtbarkeit, das ich einfach nicht angenommen hatte vorher. Mhm. Ach, schön. Jetzt muss man noch mal kurz zur nächsten Frage überleiten. Also ja, mir war das auch noch nicht ganz klar, das ist eine wunderschöne Geschichte. Aber jetzt ist halt die Frage, die eine Sache, sich selbst den Kinderwunsch erfüllt zu haben und noch einen ganz anderen Schritt zu sagen, ich möchte auch anderen Menschen helfen. Ja. Kinderwunsch sich zu erfüllen. Also quasi zum Fruchtbarkeitscoach ist dann doch noch ein Weg, und der ist bis jetzt noch nicht so richtig für mich klar. Wie ist es dazu gekommen? Erstmal war ich unheimlich erstaunt darüber, dass mir so ein Glück passiert. Ich hatte früher ja, ich war ja in Foren recht aktiv, so in Internetforen, und habe da auch öfters mal von solchen Geschichten gehört und ja, 6 Xis gehabt und plötzlich natürlich schwanger, und ich dachte mir, sowas passiert mir niemals. Also ich habe mich immer so als gar kein Glücksmenschen gesehen, und ich dachte mal, ja, oh, super. Also es demotiviert auch eher solche Geschichten. Ich habe halt, ich habe später, nachdem dann der Test positiv war, ich war erstmal völlig, ich konnte es nicht glauben erstmal, und dann habe ich gedacht, wie kann das sein? Weil ich habe immer gesagt, Glück gibt's nicht. Also irgendwie muss da ein Grund sein dafür. Ja, dann habe ich halt nachgeforscht, was ich da gemacht habe eigentlich. Ich habe halt geguckt, was habe ich überhaupt anders gemacht oder was hat sich verändert seitdem. Und ja, das war halt die Ernährung und die Lebensweise. Und dann habe ich nachgeforscht, und im englischsprachigen Raum gibt es da halt schon viel darüber. Da kann man schon viel nachlesen, und da habe ich unheimlich viel gelernt. Und je mehr ich dann gelesen habe, desto mehr dachte ich auch, ich war ja immer noch in diesen Foren und dachte, oh mein Gott, ich muss diesen Leuten helfen, ich muss ihnen davon erzählen und
das kann ja nicht sein, dass die alle, also das tat mir in der Seele weh, dass die, tut mir auch heute noch in der Seele weh, dass die alle das nicht wissen, was sie alles machen können und dass sie einfach auch viel zu schnell, das sagt ihr ja auch selber, ne, die greifen viel zu schnell mit viel zu heftigen Mitteln ein. Also die schießen ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen so ungefähr, wo das oft einfach noch gar nicht nötig ist. Also und daher, ich habe halt gedacht, ich möchte diesen Menschen helfen. Ich kenne ja selber das Leid einfach. Ich habe unheimlich gelitten während der Kinderwunschzeit und mir ging es richtig schlecht. Und ich weiß auch, dass es so vielen anderen auch richtig schlecht ging und geht. Und man fühlt sich einfach so hilflos und so ausgeliefert. Und als ich dann gemerkt habe, man ist eigentlich gar nicht so hilflos und ausgeliefert, wenn man nur weiß, was man machen kann, dann habe ich gedacht, das muss, ich muss irgendwie den Leuten helfen. Und dann habe ich das halt alles aufgeschrieben, was ich so gelernt habe und was ich rausgefunden habe. Und dann ist dann halt auch mein E-Book entstanden. Als erstes war dann das Buch da. Und dann erst habe ich gedacht, ja super, was mache ich jetzt damit? Und dann habe ich eine Website gemacht und habe ich gedacht, hey, ich muss jetzt auch bei YouTube und Blogartikel schreiben. Bin ich jetzt noch nicht mal mehr so richtig dazu gekommen, weil so viel anderes los ist. Aber möchte ich jetzt auf jeden Fall weitermachen und ja, den Leuten so damit helfen auch. Ja. Danke jetzt mal. Tschüss. Ja, tschüss. Mach's gut dann wieder. Ciao. Ja, ihr auch.